bei Ihnen beiden nochmal bedanken und dann würde ich Sie beide hier vorbitten, dass wir in die Diskussion einsteigen können. So. Okay. Ich stehe mal in der Mitte und Sie in meiner Linken und Rechten. Ja, sind schon eine ganze Menge an Aspekten angesprochen worden. Ich würde Ihnen beiden zunächst nochmal eine Nachfrage stellen und dann sind Sie dran. Sie können sich also Ihre Fragen schon mal vormerken, Herr Bilaniuk. Sie mit Schwerpunkt Einkommensteuer haben leider auch die verschiedenen Fondsmodelle diskutiert, auch das Thema Grundfreibetrag angesprochen und das Thema Tarifkorrektur. Haben auch gesagt und ausgeführt, wie das sozusagen die Zahl derjenigen, die noch Steuern bezahlen, eigentlich kontinuierlich gesunken ist. Ist unter dem Gesichtspunkt nicht auch die Überlegung wert, ob man eher am Tarif was machen, als am Grundfreibetrag. Also wenn man den Grundfreibetrag weiter erhöht, sinkt natürlich die Zahl derjenigen, die Steuern bezahlen, noch weiter. Oder wie kommt man mit diesem Spannungsverhältnis klar? Denn ist auch klar, je weniger Leute Steuern bezahlen, umso weniger gesellschaftlichen Rückhalt hat man dann eben auch dafür, dass man in dem Bereich sich vernünftig aufstellt. Ja, beim Stichwort Grundfreibetrag ist nun mal so, dass die Politik da nicht frei ist in ihrer Entscheidung. Der Grundfreibetrag ist verfassungsrechtlich vorgegeben. Wir haben einen Existenzminimumbericht und diese Zahl ist Basis für den Grundfreibetrag. Und ich vertrete auch den Verband im Finanzausschuss des Bundestages und als das Gesetz zur Beseitigung der Kaltprogression, in dem ja auch die Anhebung des Grundfreibetrags war, war das ja eigentlich ein Hamburger Schießen. Alle wussten, dass der Grundfreibetrag erhöht werden muss. Es ging darum, er ist ja in diesem Jahr auf 8.130 Euro erhöht worden, wobei ich da als Exkurs noch Kritik üben darf. Alle wussten, das muss man machen. Dann hat man schon Wahlkampf gemacht und hat das Gesetz, in dem die kalte Progression plus den Grundfreibetrag enthalten war, im Bundesrat scheitern lassen. Folge war, dass dieses Gesetz in Teilen dann erst im Februar umgesetzt werden konnte. Und das wiederum führte dazu, dass am Anfang die Lohnsteuerberechnungen ja falsch waren, weil ein falscher Grundfreibetrag als Grundlage und, wenn man, Herr Dr. Steislinger hat es angesprochen, Bürokratiekosten, hier wurde wieder besseren Wissens Bürokratie geschaffen, indem die Lohnsteuerberechnungen nachträglich nachgebessert werden mussten. Obwohl jeder wusste, der Grundfreibetrag muss auf diese Größenordnung erhöht werden. Also, beim Grundfreibetrag sind wir nicht frei, den müssen wir als Vorgabe nehmen, auch im politischen Raum. Deshalb glaube ich, dass wir gerade im Tarif etwas machen müssen. Unser Hauptproblem liegt ja in zwei Dingen, ich habe das ja auch ausgeführt, die kalte Progression, wir nennen es auch heimliche Steuererhöhung. Ich denke, es ist auch undemokratisch, wenn ohne, dass die Politik sich der Öffentlichkeit, der Bevölkerung stellt, peu à peu die Steuerbelastung steigt. Viel fairer wäre es, einen Tarif auf Rädern zu stellen. Wir haben das in vielen Wirtschaftsnationen, wo zumindest Inflation automatisch im Tarif, in den Freibeträgen berücksichtigt wird. Das wäre der Idealfall. Und wenn dann die Politik sagt, Leute, wir haben zu wenig Geld, müssen sich der Öffentlichkeit stellen und den Tarif und die Steuersätze verändern. Im Moment findet das nicht statt. Übrigens, seit über 40 Jahren findet das nicht statt. Und Bundesfinanzminister Schäuble war der erste Finanzminister, meine, die anderen wussten auch, das ging auch nicht bequem, auch für die Politik, Steuermehreinnahmen zu generieren. Schäuble war der erste, der sich dieser Thematik gestellt hat, hat es eingebracht. Es war nicht das, was der Bundessteuerzahler als Beseitigung der kalten Progression sieht, aber es ist ein deutlicher Schritt nach vorne und ich denke, dass dieser Punkt, Tarifänderung, Berücksichtigung zumindest der Inflation permanent uns ein weites Stück nach vorne bringen würde. Im Übrigen, ein Erfolg ist bereits gelungen. Parallel zum Existenzminimumbericht wird es jetzt alle zwei Jahre einen Bericht geben, in welchem Umfang die kalte Progression Mehreinnahmen generiert hat. Leider ist es dann nicht verfassungsrechtlich zwingend, dass genau um diesen Betrag der Tarif korrigiert wird. Ja, vielen Dank, und da kommen wir sicher gleich nochmal drauf zurück. Ich frage aber Sie nochmal, Dr. Steislinger. Die
Vermögenssteuer, die ja dann seit 1997 nicht mehr erhoben worden ist. Da hat man ja aber, das muss man glaube ich der Vollständigkeit halber dazu sagen, auch dafür andere Steuern erhöht. Also man hat die Einnahmeausfälle zum Teil mit ausgeglichen. Ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können, vielleicht noch Herr Bilaniuk. Aber soweit ich weiß, ist da die Grunderwerbsteuer, glaube ich, erhöht worden. Ja, genau. Also vielleicht da nochmal die Nachfrage. Und die andere Frage, die ich Ihnen noch stellen möchte, es wird gerade von Forschungsunternehmen immer sehr stark an die Politik herangetragen, dass man Innovation, dass man Forschung irgendwie steuerlich fördern muss. Alle, die innovativ sind, und davon haben wir natürlich auch im Kreis Böblingen viele, fordern das. Ist das aus Ihrer Sicht ein Ansatz, der im Steuerrecht gut aufgehoben ist und den man so auch machen kann, ausgestalten kann, dass dann auch wirklich mehr geforscht wird, oder sind das nur Mitnahmeeffekte? Als erste Frage, diese Kompensation, also die Vermögenssteuer, es gab keine direkte Kompensation, aber es gab immer nach der Erhöhung der Grunderwerbsteuer, es gab einige Steuerarten, die nachgestiegen sind. Insofern, Herr Bilaniuk hat dargestellt, wie stark die Steuereinnahmen insgesamt gestiegen sind. Also der Staat ist dadurch nicht wirklich armer geworden, dass die Vermögenssteuer weggefallen ist. Insofern, da gab es eben wirklich andere Möglichkeiten, sich zu bedienen. Dann die Frage Forschungsförderung. Also eines der Hauptprobleme im Steuerrecht besteht heute in Ausnahmen und Sonderregeln. Das Steuerrecht sollte eigentlich die steuerliche Leistungsfähigkeit messen und danach besteuern. Was tut es heute? Wir haben einen § 7i, Förderung Denkmalschutz. Wir haben alle möglichen Förderansätze im Steuerrecht verarbeitet. Und jede Fördermaßnahme, die im Steuerrecht verarbeitet wird, hat eben ihre Folgeprobleme. Dann wird eben im Steuerrecht muss diskutiert werden, was ist Forschung. Wenn einer ein neues Gebäude baut, um Forschung zu betreiben, gehört das Gebäude auch dazu. Also es gibt hier wirklich unglaublich viele Abgrenzungsprobleme. Und wie gesagt, das Steuerrecht wird eigentlich permanent als Vehikel benutzt, alle möglichen Dinge, also die Kinder, also praktisch Kinderfreibeträge oder für Ausbildungskosten, es wurde für alle möglichen Dinge wird die Steuer angenommen, verschiedene Fördermaßnahmen, Lenkungsmaßnahmen zu betreiben. Und wenn wir eben wirklich alle denkbaren Förderpositionen in Steuerrecht reinpacken, dann müssen Sie sich nicht wundern, in Steuerrecht keiner mehr verstehen. Vielleicht darf ich da noch mal einhaken. Ich habe ja vorhin diesen Grundsatz auch im Zusammenhang mit dem Reformmodell von Professor Kirchhoff gesprochen, niedrige Steuern und wenige Ausnahmen. Diese Subventionspolitik führt ja dazu, dass das Steuerrecht immer komplizierter wird und es wird missbraucht. Und es gibt einen zweiten Grundsatz, nicht mit Steuern lenken. Weil ordnungspolitisch ist eigentlich auch aus unserer Sicht das Vernünftigste, dass Steuern dafür da sein sollen, um Einnahmen zu erzielen. Und andere Dinge müssen ordnungspolitisch gesetzt werden. Und je mehr Sie in das Steuerrecht einpacken, desto komplizierter und unübersichtlicher wird es und es wird auch ungerechter, weil nicht jeder kennt dann diese Ausnahmetatbestände oder diese Subventionsmöglichkeiten. Ja, vielen Dank. Jetzt sind Sie dran. Ich darf Sie bitten, Fragen zu stellen, wobei ich auch nur bitte, dass es sozusagen die Steuerberatung beim Steuerberater stattfindet, persönlich. Auch wenn es manchmal reizt, die eigenen Anwendungsbeispiele zu bringen. Aber ich glaube, Sie wissen, ab welchem Punkt Sie dann nicht heute Abend, sondern am Morgen wieder den Steuerberater oder Steuerberaterin aufsuchen. Frau Weiß zuerst, dann Knapp habe ich gesehen. Dr. Schwarz. Also, ja, bitte. Generell habe ich bei unseren roten Mitbewerber öfters mal das Gefühl, dass die überhaupt nicht auseinanderhalten können zwischen Einkommen und Vermögen. Also das wird da immer wild durcheinander gewürfelt und mal so. Ich meine, ein Vermögen ist doch eine Sache, die von bereits versteuertem Geld, zum Beispiel im Privatbereich, angeschafft worden ist. Wie kann man auf die Idee kommen, dieses mehrfach versteuerte nochmal besteuern zu wollen? Das haben wir Tradition, das haben wir jahrzehntelang gehabt. Insofern, also ich muss auch wirklich historisch sehen, also Vermögenssteuern waren eben vor 150 Jahren generell alle Substanzsteuern relativ bequem. Dort gab es eine große Länderei und ein Großgrundbesitzer hatte eben so und so viel Hektar Land. Dann konnte man eben eine Substanzsteuer so und so viel Pfennig pro Hektar Land. Das war ganz einfach, wenn man die Technik für die Steuererhebung wählt. Heute können wir wirklich Einkommen, Einnahmen sehr, sehr genau ermitteln. Der Arbeitnehmer bekommt sofort beim Lohn abgezogen und auch beim Kapitalvermögen können wir über
die Abgeltungssteuer ganz bequem das Ermitteln und auch Abführen an den Staat. Insofern in heutigen Zeit hat eigentlich eine Sollertragssteuer oder Substanzsteuer aus meiner Sicht keine wirkliche Berechtigung. Denn es ist keine Leistungsfähigkeit da, wenn Sie heute 1 Million Euro auf dem Bankkonto liegen haben, kriegen Sie 1% Zinsen dafür und davon eben erstmal 0,25% Abgeltungssteuer plus 1% Vermögenssteuer, damit werden Sie kalt enteignet. Aber für die niedrigen Zinsen kann der Gesetzgeber nichts. Da will ich da noch eins ausführen, auch im internationalen Bereich. Es wird ja oft darauf verwiesen, dass wir gerade im Bereich Grundsteuer, Vermögensteuer in der Steuerquote gegenüber anderen Ländern relativ dezent sind. Das stimmt auch. Allerdings, im Umkehrschluss ist es natürlich auch so, dass wir insbesondere bei den Ertragssteuern, auch Einkommensteuer, relativ hoch belasten. Und das hängt wieder damit zusammen, dass unsere Finanzverwaltung relativ leistungsfähig ist. Andere Finanzverwaltungen in eher südlichen Ländern müssen dies anders aussteuern. Da sind natürlich Objektsteuern, zum Beispiel Grundsteuern, man weiß, der hat so ein großes Haus, leichter auch zu besteuern, als jetzt das über die Einkommensteuer zu machen. Das hat also auch ein bisschen diesen Hintergrund. Und deshalb wehren wir uns auch immer, wenn diese Quervergleiche international kommen. Wir sind ein Hochabgabenland. Bei uns wird sehr viel über die Ertragssteuern, was auch richtig ist. Wenn jemand Gewinn hat, soll er sich daran beteiligen. Und ich teile Ihre Auffassung. Bei der Vermögensteuer ist es so, dass die schon mal versteuert worden ist. Sehr oft kommt, gerade bei solchen Veranstaltungen ja auch die Sache, wieso werden dann Zinsen überhaupt besteuert? Das habe ich doch auch schon versteuert. Das stimmt dann wieder nicht. Versteuern habe ich ja nur das Einkommen, das ich anlege. Wenn ich das den Ertrag unter das Kopfkissen lege, dann zahle ich keine Steuern mehr. Wenn ich aber das Geld arbeiten lasse auf der Bank und habe Zinsen, dann erhöht dies meine Leistungsfähigkeit und ich muss das versteuern. Die Frage ist allerdings, muss es so hoch sein und vor allem soll es noch mehr sein angesichts der kalten Eignung, der wir uns derzeit stellen müssen. Weil wir, weil Sie die südlichen Länder angesprochen haben, festgestellt haben, dass die Grundsteuer in Griechenland auch nicht vom Finanzamt eingezogen werden kann, sondern vom über die Stromrechnung abgerechnet werden muss, damit auch wirklich jeder erfasst wird. Ja, die Swimmingpools, kennt ja die Story. Weil sie gar nicht mehr wussten, haben sie Luftbildaufnahmen genommen und überall dort, wo Swimmingpools zu sehen haben, haben die noch on top einen Zuschlag erhoben. Also sie sehen die Leistungsfähigkeit. Übrigens mittlerweile sind einige deutsche Finanzbeamte in Griechenland. Ja, die Besten. Herr Knapp ist der nächste. Ich würde jetzt einfach gerne mal die Gelegenheit ergreifen, wenn wir zwei Experten haben, die vielleicht über manche Sachen schon mal nachgedacht haben, die wir dann immer so andiskutieren, wenn wir zusammensitzen und über Steuer reden. Ich rede jetzt mal nicht über die Höhe der Steuern, sondern über die Einfachheit und will Sie mal mit drei Fragen konfrontieren. Die erste ist eine, die besonders simpel ist, die ich mal aus Ihrer Sicht hören will. Könnte man sich nicht einen Haufen Bürokratie ersparen? Und natürlich auch Belästigung für den gewöhnlichen Steuerzahler, indem man einfach die Steuererklärung alle 2 Jahre abgibt, statt jedes Jahr. Ich kenne die Argumente der Finanzverwaltung, da würde man gerne aus Ihrer Sicht hören, ob das eine Geschichte ist oder aus der Sicht des Bundes der Steuerzahler oder Unternehmen das auch gibt. Wobei bei Unternehmen ist es ja teilweise so, wenn der Betriebsprüfer bloß alle 5 oder 7 oder 10 Jahre kommt. Zweite Frage, Sie haben das Kirchhoff-Modell angesprochen. Das Kirchhoff-Modell ist ja letztlich neben ein paar publizistischen Fehlern, die man da gemacht hat, daran gescheitert, dass der Verband der Finanzministerien der Länder gesagt hat, der Ertrag reicht nicht aus, weil der Kirchhoff aus Werbegründen gesagt hat, 25% und alle Ausnahmen abschaffen. Wie würden Sie beide beurteilen, wenn man das Kirchhoff-Modell, also einen einheitlichen Satz mit den übertragbaren Grundfreibeträgen anwenden würde und dann, sagen wir mal, 30% ansetzen würde, damit dieser Einwand von den Finanzministerien nicht käme, dass also der Ertrag einigermaßen stimmt? Oder gehört zu Kirchhoff zwingend diese 25%? Das wäre die zweite Frage. Und die dritte Frage, da bin ich jetzt ein bisschen ratlos, aber das ist so das Ergebnis einer Diskussion, die wir kürzlich mal hatten. Wir sind eigentlich zum Ergebnis gekommen, dass der gewöhnliche Steuerzahler, der jetzt keine großartigen Experimente macht, so wie ich, ne? Ich bin Beamter, meine beiden Steuersparmodelle heißen Moritz und Tobias. Und im Übrigen ist das alles ganz simpel und wenn ich mich dazu aufraffen kann und alle Belege finde, dann bin ich auch in 2 Stunden durch mit der Steuererklärung. Eigentlich wäre es, wenn ich Musikdisziplinierer wäre, keine wirkliche Belästigung. Das heißt, so kompliziert ist das Einkommensteuerrecht für den Privatmann eigentlich nicht. Es sei denn, er unternimmt alles Mögliche, um
Denkmalschutz oder ähnliches zu machen. Wo wir aber auf keinen grünen Zweig haben, weil unsere Diskussion ist, das wäre vielleicht jetzt eher eine Frage an Herrn Schweißlinger, gibt es denn im Bereich der Unternehmensbesteuerung eine pfiffige Idee, wie man das vereinfachen kann? Jetzt neben diesen beiden Beispielen, die Sie genannt haben, wo man jetzt zusätzlich Bürokratie aufgebaut hat, weil ich mir einfach vorstelle, dass das Problem der Gewinnermittlung, wenn ich bei der Ertragssteuer bleibe, immer schwierig ist. Das ist einfach ein betriebswirtschaftlichen Aufwand. Und ich sage mal, so ein Betriebswirt beschäftigt sich im seines Studiums ganz schön lange mit der Frage, wie man den Gewinn eines Unternehmens sauber feststellen kann. Gibt es da pfiffige Vorschläge, wie man im Bereich der Unternehmensbesteuerung zu einer Vereinfachung kommen kann, was die Feststellung des Gewinns und damit der Besteuerungsgrundlage angeht? Also, erste Frage, 2 Jahre, zweite Frage Kirchhoff, dritte Frage Gewinnermittlung an Sie beide. Da bitte, präzise Antworten. Bitte schön. Also ich würde mal zu den ersten beiden Fragen Stellung nehmen. Alle 2 Jahre Steuererklärung haben wir uns auch schon überlegt, das auch gegeneinander abgewogen. Es hätte einen gewissen Charme, aber es müssten auch ein paar Kröten geschluckt werden. Beispielsweise ein Steuerzahler, der auf eine Rückerstattung angewiesen ist. Also wir könnten uns nur diese 2 Jahre vorstellen, wenn es optional aus Sicht des Steuerzahlers auch, wenn der Geldbedarf da ist, auch 1 Jahr. Zum Zweiten, und das muss man einräumen, wir hätten halt diesen Einsprung in der Startphase. Unterstellt, alle würden erst, zumindest die Arbeitnehmer, bei der veranlagten Einkommensteuer, erst im Jahre 2 die Steuererklärung. Machen wir mit A bis K oder bis Z kommen. Ja, wir haben ein Timeback dieses 1 Jahr. Jetzt kann ich von den Summen her eben nicht sagen, Erstattung, Nachzahlung, wie sich das kassenmäßig auswirken würde, aber das müsste man auch mit berücksichtigen. Also ich habe nicht mehr alle Details, wir haben dann gesagt, wir fordern das nicht öffentlich, wir lassen es auf uns zukommen, weil das sind aus unserer Sicht zu viele Dinge, wo auch beim Steuerzahler möglicherweise Nachteile nach sich ziehen könnten. Das Zweite, 25%, also Kirchhoff, ich habe Kirchhoff oft mit ihm gesprochen, er war öfters bei uns als Referent, er hat immer wieder betont, dass sein Modell durchgerechnet ist aufkommensneutral mit 25%, hat er immer wieder betont, allerdings die Administration hat ihm nicht ganz so getraut. Jetzt unterstellen wir, bei 30% würde die Finanzverwaltung sagen, jetzt können Sie hinhauen. Ich habe es ja vorher schon in meinem Vortrag gesagt, wir in großen Teilen befürworten wir das Modell von Kirchhoff, weil es einfacher ist. Allerdings, man darf jetzt nicht glauben, dass alle Probleme gelöst sind, weil ich glaube, die Ausführungsbestimmungen werden etwas dicker sein als derzeit, weil alles kann man nicht in diesem Paket lösen und wo wir uns etwas unterscheiden von Kirchhoff, Herr Dr. Schweißlinger hat vorher das Stichwort Steuerung nach der Leistungsfähigkeit angesprochen. Kirchhoff opfert in Teilen in seinem Modell die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Bestimmte Dinge lässt er entweder gar nicht zum Abzug zu oder nur in einer zu geringen Pauschalierungshöhe. Ich nenne nur 2 Beispiele. Bei Kirchhoff können Krankenversicherungsbeiträge nicht abgezogen werden. Es gibt die Verfassungsrechtsprechung, dass es zwangsläufige Aufwendungen sind, die abgezogen werden müssen. Oder Werbungskosten. Hier wird ein pauschaler Werbungskostenbetrag von 2.000 Euro angesetzt bei Kirchhoff. Was machen wir mit dem, der eine weite Anreise, der sehr viele Werbungskosten hat, dadurch reduziert ist in seiner Leistungsfähigkeit und so kompliziert zum Beispiel die Pendlerpauschale ist die nicht. Also in dem Punkt, Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit, sind wir etwas andere Meinung, aber ich würde sagen, zu 90% teilen wir die Auffassung. Aber da in unserem Modell nicht alles nicht mehr abgezogen werden kann, sondern zwangsläufige Aufwendungen, die Leistungsfähigkeit mindert, abgezogen werden müssen, wäre wahrscheinlich bei uns 30% nicht ausreichend. Aber, und darum muss man auch diskutieren, ich habe vorher die Höhe der Steuereinnahmen genannt. Wir haben die höchsten Steuereinnahmen in der Geschichte Deutschlands und vor allem die höchsten Zuwachsraten in der Geschichte Deutschlands. Wir blähen die Haushalte permanent auf. Wir haben über 2 Millionen Staatsverschuldung. Wir haben eine demografische Entwicklung, die dazu führt,
dass immer weniger Steuerzahler diese aufgeblähten Haushalte auffangen müssen. Wir sollten vor allem mal darüber nachdenken, wie man Ausgaben zurückfahren kann. Und da, in diesem Kontext, hat man dann die Finanzmittel, um eine Steuerreform auch zu stemmen. Und ich glaube, nur über diesen Ansatz wird man auch eine Nachhaltigkeit erreichen und dann wird der Generationengerechtigkeit, die der Bundessteuerzahler auch auf seine Fahnen geschrieben hat, nur dann wird man ihr gerecht. Herr Dr. Steinzer. Kurzes Statement zu dieser Idee, die Steuererklärung nur alle 2 Jahre zu machen. Bei den Personen, bei denen sich die Einkünfte nicht großartig verändern, mag das eine sinnvolle Option sein, aber wie Herr Bilani gesagt hat, wenn hier deutliche Schwankungen im Einkommen da sind, Erstattung, Steuernachzahlung, da wird es eben schwierig, dann muss eben der Steuerpflichtige lange warten, bis er die Erstattung bekommt, auf die er wartet. Und ich glaube, der große Vereinfachungseffekt wird es nicht sein, denn eben dann kommt eben für 2 Jahre die Belege auf einen Schlag. Vielleicht hat man dann weniger Mühe, wenn man 2 Jahre auf einmal die Belege sammelt und umsortiert, aber die große Entlastung sehe ich gerade nicht. Zweites Thema, dieser Reformentwurf von Kirchhoff, aus meiner Sicht extrem interessant. Denn, schon vorher gesagt, wir haben unglaublich viele Ausnahmeregelungen und er hat wirklich das Recht extrem verschlankt, ist etwas zu weit gegangen, eben gerade. Wir haben verfassungsrechtliche Vorgaben, eben wie Krankenversicherung, ähnliche Dinge, die zwangsläufig durch die Einnahmenerzielung auch entstehen, die müssen berücksichtigt, also ganz so einfach geht es nicht. Und dann habe ich aber ein ganz großes Thema, damals wurde Kirchhoff komplett zerpflügt. Das ging von der SPD-Grüne-Seite, ging es massiv gegen Kirchhoff. Da wurden Beispiele gerechnet, die arme Krankenschwester, die jede Menge Sonntags-Nachtzuschläge etc. hat, wenn die alle besteuert werden, dann muss sie verhungern. So war die Darstellung, ganz, ganz plakativ, ganz tendenziell. Und weil eben dann bestimmte Gruppen benachteiligt wären, hat es einen unglaublich negativen Touch bekommen. Und Kirchhoff hat es eigentlich ganz einfach gekontert, ja Krankenhäuser, wer bezahlt denn die Krankenschwester, wenn sie eben netto weniger hat nach dem neuen Modell, muss sie einfach brutto viel mehr bekommen. Das ist ohnehin die öffentlichen Töpfe. Aber genau das hat eben die entsprechende Partei nicht gelten lassen und die haben wirklich Stimmung gemacht gegen Kirchhoff, gegen dieses Modell. Und meine ganz große Befürchtung ist, dass einfach damit das Modell Steuervereinfachung verbrannt ist und sich kein Politiker mehr, die wirklich den Mut hat, hier eine ganz radikale Steuervereinfachung einzugehen. Wichtiger Vorschlag für Gewinne? Für Gewinne, also wir haben vorhin, habe ich dargestellt, Herstellungskostenbegriff. Da geht es im Fiskus darum, Herstellungskosten von Vorräten um 1-2 Prozentpunkte zu erhöhen und daraus Steuern zu generieren. Am Ende des Tages, wenn die Vorräte verkauft sind, dreht sich das rum. Also wir machen ganz, ganz viele Übungen im Bereich Gewinnermittlung dadurch, die Perioden abzugrenzen. Wir streiten in Betriebsprüfung über Rückstellung. Rückstellung für kontaminiertes Grundstück, Rückstellung für Instandhaltung, Rückstellung für Ängste. Über alle möglichen Themen geht es nur um die Periodisierung. Das ist Aufwand, ist klar, nur die Frage Periode 1, 2 oder 3. Und das meiste, was auch in Betriebsprüfungen im Ergebnis geändert wird, sind keine Dinge, die dem Staat zusätzlich Einnahmen verschaffen, sondern nur früher verschaffen. Und wir haben andere Länder, in der Schweiz zum Beispiel, die denken nicht darüber nach, über Vorratsbewertung, da gibt es das Vorratsdrittel. In der Schweiz kaufen Unternehmer kurz vor Jahresende, legen die ihr Lager voll, weil sie ein Drittel ihrer Vorräte pauschal abwerten können und dann die Steuersparnis bekommen. Also die Schweizer haben begriffen, dass es gar keine Rolle spielt, ob das Geld heute nächsten Jahr oder übernächsten Jahr kommt, also irgendwann kommt das Geld. Also wir stecken im Prinzip unglaublich viel Initiative rein in reine Abgrenzungsthemen und permanent wird das Steuerrecht betrachtet mit angeblichen Missbrauchsverhinderungsvorschriften. Da wird irgendwo ein Missbrauch gewittert und dann gibt es eben eine seitenlange Vorschrift, die genau den sehr speziellen Vorgang abbilden soll. Beispiel Funktionsverlagerungsregelung. Das hat ein Kollege erzählt, wie es ins Gesetz reingekommen ist. Da kam ein Bundestagsabgeordneter und gesagt,
da wäre ein deutsches Pharmaunternehmen, das hätte 20 Jahre lang irgendeinen Wirkstoff geforscht, mit einem Heer von 50 hochbezahlten Forschern. Dann haben sie von den 50 Forschern 10 in die Schweiz geschickt, kurz bevor das Produkt praktisch marktreif war. Die 10 Forscher haben mal 3-5 Jahre gearbeitet. Dann hat die Schweizer Gesellschaft das Patent auf dieses Medikament gehabt. Und damit könnte man eben jetzt künftig tolle Lizenzen generieren. In Deutschland Aufwand getragen und Schweiz bekommt die Erträge. Das kann nicht sein. Da gibt es eine Funktionsverlagerungsverordnung über, glaube ich, 87 Seiten. Wir setzen jetzt, glaube ich, nur so zwei Absätze, aber in der Verordnung 87 Seiten mit Anwendungsbeispielen, das ist hochgradig kompliziert, unglaublich komplexe Dinge, und man versucht eben wirklich über das Gesetz und Verordnung jede denkbare Steuergestaltung im Keim zu ersticken. Hätte man im Zweifelsfall über 42a ohne Gestaltungsmissbrauch erledigen können oder andere Dinge, aber wir haben hier in Deutschland ein Regelungsfimmel. Wir wollen alles, was wir irgendwie als Missbrauch oder ähnliches erkennen, durch eine gesetzliche Regelung unterbinden. Und da haben wir das Recht, das wir heute haben. Weil Sie zwei zum Verfassungsgericht treten. Also Steuerberater oder Bundessteuerzahler, wenn das Verfassungsgericht. Darf ich? Ich habe alle anderen im Blick. Zwei Punkte auch zum letzten Thema machen. Also, was die Zahlen angeht, Herr Schlesling hatte gesagt, Gewinnverwarnungen. Bei den Betriebsprüfungen ist es so, dass 50% der Mehrergebnisse aus reinen Gewinnverlagerungen stammen. Da sieht man auch schon die Dimension. Und vielleicht mal ein treffendes Beispiel, geringwertige Wirtschaftsgüter. Es ist so, dass wir immer wieder Änderungen haben, wie geringwertige Wirtschaftsgüter behandelt werden. Darf ich kurz, Gewinnverlagerung in zeitlicher Hinsicht? In zeitlicher Hinsicht. Nicht ins Ausland. Nein, in zeitlicher Hinsicht bekommt der Fiskus eben ein Jahr später das Geld. Und wie gesagt, das fremde Beispiel ist immer wieder die Korrektur an der steuerlichen Behandlung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Also an Gütern, die nicht sehr viel kosten, die müssen abgeschrieben werden über eine bestimmte Zeit. Wenn man den Betrag, den man mal vor Jahren hatte, da müssen wir über 2.500 Euro gehen, geringwertige Wirtschaftsgüter, die man sofort abschreiben könnte. Aber nein, der Gesetzgeber hat eine sehr komplizierte Regelung gefunden, wie man das machen kann. Ich will die jetzt hier nicht ausführen, weil da müsste man ein Schaubild machen, ist sehr kompliziert. Und das wäre das Einfachste. Auch hier würde ja nur ein Timelag entstehen, was die Einnahmen angeht. Wenn der Unternehmer das in diesem Jahr abschreiben könnte, dann kann er es nicht im Jahr 2, 3 oder 4 abschreiben. Und wenn da der Gesetzgeber endlich bereit wäre, würden wir einen riesigen Schritt nach vorne tun und in der Gesamtsumme würde es keine Steuerausfälle geben. Weil ich dazu sagen muss, dass die, eine der ersten Taten des aktuellen Gesetzgebers war, dass er die Schwelle zur Sofortabschreibung auf, ich glaube, 400 Euro angehoben hat. Das also war doch immer, 800 Mark war immer, Herr Tunker. Bitte? 800 Mark war immer gewesen. Ja, ist jedenfalls angehoben worden, dann ist der Betrag falsch, aber das ist 2009 angehoben worden. Die Wette halte ich auf der Totallinie nicht fest, aber dass das angehoben worden ist, das wette ich gerne. Jetzt Herr Dr. Schwarz. Ich will ja noch Sie erinnern, welche Einkommensgruppen, wie viele zum Einkommensteuer beigetragen haben. Interessant wäre zu wissen, wie viel Prozent des Gesamtsteueraufkommens bringt die Einkommensteuer, die Erbschaftssteuer und die Kapitalertragsteuer. Also die Einkommensteuer, wobei ich unter die Einkommensteuer ja auch die veranlagte Einkommensteuer, Lohnsteuer und Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge subsumiere, ist eine Größenordnung von 200 Milliarden, das heißt ein Drittel. Die Umsatzsteuer ist ebenfalls knapp 200 Milliarden, also auch ein Drittel. Und alle anderen Steuern teilen sich in das restliche Drittel. Wenn Sie es genau haben wollen, müsste ich zu meinen Unterlagen. Nö, das reicht nicht. Gut, Herr Dr. Wellmann. Ja, ich habe eine Frage zunächst mal zum Bund der Steuerzahler. Verzeihen Sie mir, ich lese das ja immer mit Interesse in der Zeitung, was Sie alles machen. Wie finanzieren Sie sich und wer sind Ihre Mitglieder? Daraus entnehme ich, dass Sie noch nicht Mitglied sind. Wer sonst? Wer ist hier Mitglied?
2, aha, von... Also, wir haben bundesweit rund 270.000 Mitglieder, damit sind wir einer der größten Verbände in Deutschland. Sind 1949 in Stuttgart-Ulbach, wo sonst gegründet worden, als 15 Landesverbände, und finanzieren uns ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen. Wir bekommen keine staatlichen Zuschüsse, die sind uns einmal, glaube ich, Ende der 60er Jahre aus von politischer Seite angetragen worden. Da hat man uns so gesehen wie die Verbraucherzentrale. Wir haben das damals abgelehnt, weil wir ja nicht nur den Bereich Steuern, den Bereich öffentliche Ausgaben, sondern auch den Bereich Steuergeldverschwendung abdecken. Und wenn wir da von staatlichen Mitteln abhängig werden, wären wir vielleicht nicht ganz so frei. Und hier in Baden-Württemberg, wie viele Mitglieder haben Sie da? Da haben wir 52.000. Damit sind wir, ich glaube, die Grünen haben bundesweit 56.000 Mitglieder und wir allein Baden-Württemberg 52.000. Sie sind aber nicht ehrenamtlich tätig. Nein, wobei wir haben sehr viele Ehrenamtliche, vor allem in kleinen Landesverbänden, aber in den großen Landesverbänden sind wir hauptberuflich tätig. Gut, das war die eine Frage und die andere. Und ich sage nach, wie viel der Mitgliedsbeitrag ist, weil Sie sind ja dann ja. Ja. Nein, Sie machen ja eine gute Arbeit. Also wir sind ja auf die Beiträge der Mitglieder angewiesen. In Baden-Württemberg, wir haben das immer so gestaffelt, dass Sie eigentlich eine Garantie haben, mit dem Beitrag, mit dem Sie eintreten, zumindest für lange Zeit, auch behandelt zu werden. Im Moment beträgt er 72 Euro und Sie sind alle eingeladen. Nur kurz und dann mitgedrückt. Sie sind auch gemeinnützig. Richtig, das ist ein gemeinnütziger Verband. Das ist, vielen Dank, Herr Dr. Tomka. Der Mitgliedsbeitrag ist insoweit auch zu spät. Gut. Und die zweite Frage, weil wir gerade das Beispiel Schweiz hatten. Wie macht es eigentlich die Schweiz? Die haben 20% durchschnittliche Einkommensteuer. Man kann mit den einzelnen Kantonen offenbar seine Einkommensteuersatz aushandeln. So bin ich jedenfalls orientiert. Wie finanzieren die ihr Staatswesen? Wieso kommen die mit 20% aus und wir brauchen 42% oder mehr noch? Da frage ich mich manchmal, gut, wir wissen ja auch, dass Julius Schäffer mal einen Juliusturm aufgebaut hatte, der mittlerweile in einen Passivturm verschoben wurde. Also stimmt doch bei uns was nicht und da haben Sie ja sicher recht. Es muss nicht auf der Einnahmen-, sondern auf der Ausgabenseite sich etwas ändern. Wie macht das die Schweiz? Wie machen es die anderen Staaten, die weniger Steuern verlangen? Man kann mal was Allgemeingültiges sagen. Also vielleicht zu dem einen, mit den Kantonen frei verhandeln, die Steuerlast, da müssen Sie schon nicht ein Schuhmacher sein. Also Otto-Normalverbraucher haben Sie da Schwierigkeiten. Ich habe einen Mandanten, der hat mir das nachgewiesen. Ja, der sitzt da. Aber insgesamt ist eben so, dass in der Tat, es ist wie in den USA, dort von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich, weil sie auch eine eigene Einkommensteuer von den Bundesstaaten erhoben wird, zusammen mit der Bundessteuer, so ist es auch in der Schweiz, dann kommt es aufs Kanton an. Aber insgesamt ist natürlich die Belastung in der Schweiz niedriger als bei uns. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Ausgaben anders gestaffelt sind. Ja. Und man muss für die eigene Altersvorsorge vielleicht auch ein bisschen mehr tun als bei uns. Bei uns wird ja sehr viel im Sozialbereich getan. Das wird in der Schweiz etwas weniger ausgestattet. Also die Haushalte werden etwas strammer gefahren als bei uns. Marine Luftwaffe. Ich weiß nicht, ob Schweiz eine Selbststeuer hat. Aber da dürfte sie keine Selbststeuer haben, ich habe keine Marine. Zum einen kommt zur Schweiz. Also, es gibt durchaus Menschen, die in der Schweiz eine insgesamt sehr hohe Abgaben erst haben. Zum Beispiel deshalb, in der Schweiz ist schon Pflichtmitglied der AHV, der Sozialversicherung, die kennt keine Beitragsbemessungsgrenzen. Das heißt, derjenige, der 500.000 Franken verdient im Jahr, der zahlt auf 500.000 Franken seine Sozialversicherung. Die Rentenbeträge, die sind gedeckelt. Das heißt, bei den sehr vermögenden, sehr einkommensstarken Schweizer, die tragen über die AHV zur Finanzierung des Gesamtsystems bei. Das ist eben keine Steuer, aber eben auch eine Abgabe, die der Schweizer hat. Und das ist wie hoch? 10% oder 5% oder wie? So ungefähr, ne? Also da kommen ganz ordentliche Beträge raus. Wie gesagt, mit keinerlei Begrenzung, der nicht eine Million verdient, zahlt von einer Million die AHV. Und dann sind eben, es gibt durchaus Kantone, die sehr niedrige Steuer haben,
aber gerade Zürich auch nicht so wahnsinnig günstig im Steuertarif. Wir haben eben ein dreiteiliges Steuersystem, die Bundessteuer, die Kantonalsteuer, die Gemeindesteuer. Und mit den drei Stufen plus AHV ist die Belastung nicht so wahnsinnig. Im Übrigen dazu eine Anmerkung. Es gibt durchaus von maßgebenden Politikern Überlegungen, die Beitragsbemessungsgrenze komplett zu canceln oder zumindest massiv zu erhöhen. Und wann das der Fall wäre, dann können wir über Spitzensteuersatzerhöhung diskutieren, wie wir wollen. Die große Umverteilung würde dann über diesen Bereich stattfinden. Und dann so viele Beiträge zahlt, dass sie dann auch keine Steuern mehr zahlen. Wahrscheinlich. Sofort. Ich habe jetzt, Herr Dr. Weber, auch nochmal mein Gedächtnis gekramt wegen der geringwertigen Wirtschaftsgüter. Die waren bei 800 Mark, sind dann bei 400 Euro gewesen, sind aber von der Großen Koalition abgesenkt worden auf ca. 150 Euro und die alte Rechtslage ist von Schwarz-Gelb wieder hergestellt. Ja, genau. Wir können es auch gerne. Wir können es ja nachher nur diesen. Wir glauben es Ihnen, Herr Tomke. Präzisierungsbedarf. Herr Kurz. Ja, Frage zur Erbschaftssteuer zunächst. Ich habe gelesen, dass 4 oder 4,2 Milliarden das Aufkommen derzeit ist, und aber die Gebühren oder die Aufwendungen, um diese Steuer zu erheben, bei 1,2 Milliarden liegen. Ist das richtig? Das kann absolut sein, dass ich habe vorher auch ausgeführt, dass die Vermögensteuer unglaublich hohen Verwaltungsaufwand auslöst, dass künftig bei der Vermögensteuer müssen wir alle Gebäude in Deutschland auf einen Schlag bewerten. Wenn heute ein Gebäude vererbt wird, verschenkt wird, muss das Gebäude bewertet werden. So ist wenn ein Unternehmen vererbt wird, also wir haben gerade einen Fall, man dann ist beteiligt an einer deutschen Gesellschaft, die hat eine Obergesellschaft und 52 Tochtergesellschaften. Sind leider 200 Gesellschafter, von denen jedes Jahr einer vererbt oder verschenkt. Die müssen jedes Jahr das komplette Unternehmensdiagramm mit 53 Unternehmen komplett durchbewerten für Zwecke der Erbschaftssteuer. Ein wahnsinniger Aufwand. Ich muss Sie leider bestätigen, was den Aufwand anlangt, als kleiner Steuerzahler. Ich vertrete da einen kleinen Betrieb. Es hat mich 14 Tage in Anspruch genommen, um die Immobilien zu bewerten. Und die müssen ja hier schon aktuell beispielsweise bei der Erbschaftssteuer gewertet werden. Und da kann ich natürlich immer schreiben. Was mich aber noch besonders aufgeregt hat, war bei der Betriebsprüfung, dass man sich mit dem Betriebsprüfer herumstreiten muss, ob eine Trafostation eine Wohnanlage ist oder nicht. Und oh Schreck! Er hat sich nicht davon abbringen lassen. Wir mussten hier nachgeben und diese Trafo-Anlage ist dann entsprechend bewertet worden. Und überhaupt bei den Abschreibungssätzen habe ich ja bestimmte Richtlinien und ich meine, die sind auch da und dort sehr ungerecht und vor allem dem Steuerzahler so nicht bekannt, was hier an Abschreibungsdauer zulässig ist oder nicht. Und insoweit dient das alles zur Steuergerechtigkeit. Also ich meine, und das wäre auch meine Bitte, sowohl an den Verband der Wirtschaftsprüfer wie auch an den Bund der Steuerzahler, hier mehr an die Öffentlichkeit zu treten, um diese Ungerechtigkeiten oder Unmöglichkeiten besser aufzuzeigen, damit auch der sogenannte gemeine Mann weiß, was da überhaupt gespielt wird. Wenn Sie heute mit dem Otto-Normalverbraucher reden, dann sagt er, das ist schon richtig, der Reiche soll mehr Steuern zahlen. Ich kann Ihnen ein Zitat aus dem Bekanntenkreis nennen, die Reichen sollen Steuern zahlen, bis es kracht. Und ich meine, da müssten gerade von Verbandsseite oder neutralerer Seite, im Politiker wird das ja leider nicht abgenommen, aber diese Argumente geliefert werden. Was ich noch an Unzuträglichkeiten erlebt habe bei einer Betriebsprüfung, das möchte ich lieber nicht sagen. Ich meine auch Manipulationen im Umsatzsteuerrecht, die könnte man schon verhindern mit dieser Besteuerung des Leistungs durch den Leistungsempfänger. Das meine ich. Ich weiß nicht, welche Lobbyist dieses durchgesetzt hat.
es kommt, also da gibt es so viel Unzuträglichkeiten und wir sollten alle daran arbeiten, etwas zu vereinfachen. Ich denke auch, dass gerade das Thema Steuervereinfachung ein zentrales Thema ist, aber da gebe ich Dr. Steißlinger recht. Professor Kirchhoff war das Thema. Er hat ein Modell, man hätte über den Steuersatz, also wir sind nicht begeistert über die Flatrate, deshalb, weil gesellschaftspolitisch eine Flatrate in Deutschland nicht durchsetzbar ist. Also ich habe oft mit Kirchhoff diskutiert und habe gesagt, also Professor Kirchhoff, wenn Sie beim linearprogressiven Tarif festhalten, können wir Ihr Modell viel besser auch gegenüber den Medien verkaufen. Die Flatrate geht bei uns so nicht, das kauft keiner ab. Und mit den Medien, wir sind ja auch mit den Journalisten zusammen, die in Anführungszeichen ticken so, dass die das anders darstellen. Und dann kommen solche Sätze, wie damals auch Lafontaine, dass die Steuerentlastung des Chefarztes die Krankenschwester zahlt. Aber ich möchte noch eines zur Vermögensteuer, weil das ein zentrales Thema ist, ist sehr wichtig auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wir erleben ja in Frankreich, was passiert durch die Steuermehrbelastung der Wirtschaft und Betriebe auslagern, genau nach Belgien. Und da ist die Belastung nicht gerade niedrig. Der Schutzwall, den wir gegenüber der Wiedereinführung der Vermögensteuer haben, ist die Bewertungsproblematik. 40 Millionen Immobilien müssten bewertet werden. Das ist so nicht darstellbar. Aber, ich habe Ihnen ja vorher kurz gesagt, wir stehen, das ist auch von der Rechtsprechung gefordert, vor einer Reform der Grundsteuer. Wenn die Grundsteuer reformiert wird und statt des Einheitswertes sich die Befürworter der verkehrswertabhängigen Grundsteuer durchsetzen, dann fällt der Schutzwall für die Vermögensteuer. Weil das Hauptargument, dass es viel zu teuer ist, was die Bewertung angeht, ist ja hinfällig. Über die Grundsteuerdaten haben wir die Bemessung. Aber da braucht man es nicht. Bitte? Weil bei der Grundsteuer geht es ja nur um die horizontale Gerechtigkeit zwischen Grundstückseigentümern. Da können wir locker beim Einheitswert bleiben. Ja, nein, geht nicht. Der Bundesfinanzhof hat klipp und klar gesagt, wobei ja nicht maßgebend ist, aber wir wissen Signale aus Karlsruhe, die machen da nicht länger mit. Einheitswerte sind durch die letzte Hauptfeststellung 64 innerhalb Deutschlands so weit auseinandergegangen, dass sie einfach nicht mehr den Gleichheitsgrundsatz erfüllen. Das hat der Bundesfinanzhof in mehreren Urteilen gesagt. Und deshalb gibt es ja klare Reformmodelle. Die Finanzministerkonferenz hat darüber schon debattiert. Die Finanzverwaltung hat über 10.000 Immobilien bereits konkret durchgeführt. Bewertet in Richtung Belastungsverschiebungen Eigentümer, Mieter, Gemeinde bis hin zum Länderfinanzausgleich. Und es gibt zwei Modelle, das ist das verkehrswertabhängige Modell aus dem Norden, Federführung Bremen. Und es gibt das Südmodell, wo nicht der Verkehrswertmaßstab sein soll, sondern Flächengrößen, weil es einfacher zu handhaben ist. Das war früher Bauer, jetzt in Baden-Württemberg. Seit wir Rot-Grün haben, hat sich das Bundesland Baden-Württemberg aus diesem Reformmodell verabschiedet. Aber mittlerweile, da bin ich parteipolitisch ganz neutral, vor allem die Grünen sehen da ein Problem. Auch Kretschmann hat zu uns gesagt, das weiß ich selber, dass das nicht darstellbar ist. Und ganz schwäbisch hat er gesagt, ja, wenn hier in Baden-Württemberg mehr Geld reinkommt über die Grundsteuern, dann geht ja über 50% weg im Länderfinanzausgleich. Und dafür bin ich nicht zu haben. Herr Tonka, sehen Sie uns jetzt nach, dass ich Herrn Kretschmann gelobt habe. In dem Punkt, aber mit der Finanzierungsgleich, da gibt es eigentlich keine Farbenlehre. Da kommt es darauf an, wo die Politik herkommt, ob aus dem Süden oder aus dem Norden. Und der Länderfinanzausgleich wird ein zentrales Thema sein und er wird auch starke Ausstrahlungen auf die Steuerlehre haben. Wir sehen das ja jetzt schon an der Diskussion, die Weiterführung des Solidaritätszuschlags. Entschuldigen Sie, dass ich jetzt einen großen Bogen gespannt habe, aber wie gesagt, die Vermögensteuer ist ein zentrales Problem für den Wirtschaftsstandort Deutschland und Herr Dr. Steißlinger hat ja auch angezeigt, in welchen Dimensionen sich das vor allem bei Familienunternehmen auswirken kann. Wollen Sie noch ergänzen? Ja, ein bisschen nicht, aber ich wollte Ihnen die Gelegenheit geben. Gut, dann ist jetzt Herr Leimers. Eine kurze Frage zum Thema internationale Gewinnverlage von Unternehmen. Ich habe da kürzlich gelesen, dass Apple in Deutschland überhaupt keine Steuern zahlt.
Ich war selber in der Anlage Mitarbeiter bei der IBM und wir haben eine ganze Reihe von Mitarbeitern beschäftigt, um eben die Gewinne dort zu platzieren, wo die Steuer am niedrigsten war. Gibt es da Möglichkeiten, gibt es da Pläne? Ich habe natürlich etwas gelesen, hier einzugreifen, damit das nicht mehr in dieser Form passiert, denn das ist ja wirklich nicht ganz nachvollziehbar. Oder? Herr Dr. Seifinger, ich weiß nicht, ob Sie Ihre Mandanten bei solchen Sachen beraten, ob Sie da dahinter stecken. Also es gibt in Deutschland ein klares Regelwerk, wenn zwischen verschiedenen Unternehmen eines Konzernes bestimmte Leistungen verrechnet werden, müssen die so verrechnet werden wie zwischen fremden Dritten. Grundsatz. Nur die Frage ist, um welche Leistung geht es? Wenn Sie jetzt irgendwie im Konzern eine Tonne Stahl verkaufen, da gibt es einen Marktpreis dafür. Wenn aber eine hochkomplizierte Dienstleistung im Konzern erbracht wird oder ein Teil hergestellt wird, das wirklich nur von diesem einen Unternehmen hergestellt wird, dann tut man sich schon schwer, den Fremdvergleichspreis zu ermitteln. Insofern also in der Grundstruktur kann man ein Regelwerk, ein anwendungsloses Problem. Also wenn jetzt ein Konzern, eben jetzt weltweit tätig ist, weltweite Verflechtungen hat, muss der deutsche Fiskus im Prinzip alle weltweiten Verflechtungen sich anschauen, welcher Gewinn entsteht insgesamt, welcher Gewinn wird in welchem Land versteuert und passt das Ganze einfach für Deutschland. Da wird eben untersucht, welche Funktionen werden ausgeübt weltweit, welche Risiken werden getragen und passt im Prinzip der Gewinnanteil, den Deutschland bekommt, zu der Verteilung von Chancen, Risiken und Funktionen. Das ist die Finanzverwaltung auf Maßnahmen. Also wir haben seit Jahren ein klares Regelwerk, Verrechnungspreise müssen dokumentiert werden. Wir haben es gerade gemacht für die Betriebsprüfung eines Mittelständlers. Der hat einen Gruppenumsatz von 200 Millionen Euro, das ist kein ganz großes Unternehmen, hat 20 Tochtergesellschaften etwa weltweit, an die er verkauft. Und wir haben 250 Seiten Dokumentation geschrieben, wie die Verrechnungspreise erstellt werden. Und wie ist das bei Amazon? Die haben mit Sicherheit auch so eine Dokumentation, da müssen die aber keine 250, sondern 2000 Seiten. Die deutsche Betriebsprüfung hat einen Anspruch darauf, diese Dokumentation zu bekommen. Da muss der Prüfer eben drüber gehen und muss sich Gedanken machen, ob das passt. Also das ist im Übrigen noch eine weitere Neiddebatte aus meiner Sicht, weil Amazon zahlt in Europa ihre Steuern. Die machen nur alles, was legal ist, nämlich dass sie eine Tochterfirma in Luxemburg haben und dort eben versteuern. Dort ist einfach der Steuersatz nicht. Also da können wir uns lange drüber streiten. Für mich ist es nur eine weitere Neiddebatte. Vielleicht für Sie noch interessant zu wissen, dass die G20-Finanzminister sich in den nächsten Tagen beschäftigen. Deutschland hat das gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien da auf die Tagesordnung gesetzt. Und es gibt auch einen Bericht, der da vorgelegt werden soll. Und der Streit geht jetzt gerade darum, ob man den Bericht zur Kenntnis nimmt, Zustimmung zur Kenntnis nimmt oder zur Umsetzung empfiehlt. Was aber, hört sich lustig an, was aber natürlich ein Unterschied ist, also die Frage, wie stark stellen sich die G20-Finanzminister hinter diesem Bericht, der da vorgelegt ist. Es ist schon geplant, dass man sozusagen die Regelwerke im G20-Bereich da harmonisiert, um da mal künstliche Preise für Verrechnungsleistungen zu vermeiden. Wenn kurz ein Satz zu dem Thema Neiddiskussion und zulässige Gestaltungen. Man hört immer wieder von großen Konzernen, die zum Beispiel eine Finanztochter in Holland haben, in Belgien haben. Das ist eine ganz legale Gestaltung. Die haben eben Konzerneigenmittel von 100 Millionen Euro. Die stecken sie in eine holländische BV. Die holländische BV hat dann 10 Mitarbeiter, die Kredite aufnehmen, konzernintern Kredite vergeben. Das ist die Finanzdrehscheibe eines Unternehmens. Ist ein Finanzgeschäft, macht hohe Profite, auch angemessen für eine Finanzbranche, das ist absolut zulässig. Es gibt aber auch andere Unternehmen, die haben in Holland einen Briefkasten und versuchen, in ein nicht existentes holländisches Unternehmen Gewinne zu verlagern, das ist illegal. Wenn eben, es kann eben Gewinn dorthin allokiert werden, wenn dort eine Funktion ausgeübt wird, wenn wirklich Substanz vorhanden ist. Wenn ja nur ein Briefkasten, ein Namensschild vorhanden ist, dann geht es nicht. Und diejenigen sind im Bereich der Steuererziehung ganz eindeutig. Und wer prüft es?
Deutsche Finanzerwartung. Also wir haben schon. Wir noch nicht im Ausland tätig. Amtshilfe. Deutsche Finanzerwartung hat relativ einfache Wege. Es gibt unter, glaube ich, Google Earth eine Spezialfunktion. Da können Sie anklicken. Da gibt es gerade so ein paar Bauten im Zug in der Schweiz. Da kann man draufklicken und sieht dann gleich hier in dieser Adresse 500 Firmen gemeldet. Das ist ein übersichtliches Haus mit, was ich sehe, 1000 Quadratmetern, 500 Firmen. Ist klar, das sind einfach Briefkastenadressen. Und die deutsche Finanzverwaltung, die Prüfer haben eben Internetzugang, die klicken da einmal drauf und sagen Briefkasten. Also die deutsche Finanzverwaltung ist nicht von gestern, die kriegen es immer mehr mit. Es gibt immer Grenzfälle, die schwierig nachzuweisen, nachzuvollziehen sind. Aber wer sich plump anstellt und meint, er könnte ganz leicht den deutschen Fiskus hintergehen, der täuscht sich. Ich will da in diesem, zu diesem Thema das Stichwort Steuerwettbewerb einbringen. Da muss man Spagat machen. Auf der einen Seite ist natürlich so, wenn Staaten in der EU oder in der Peripherie Niedrigsteuersätze für die Unternehmen verlangen, kann es dazu führen, dass eben Unternehmen auch Gewinne dorthin verlagern. Stichwort Irland. Da zum Beispiel Irland, ich glaube 12,5%, waren nicht gewählt, das war ein großes Thema auch. Die Politik forderte Irland auf, mehr Einnahmen zu generieren, zum Beispiel über die Anhebung ihrer Unternehmenssteuer. Und sagte ihr, nee, dann kommen ja keine mehr. Aber Irland wurde dann mit Steuergeldern von anderen Nationen gestützt, um die 12,5% zu halten. Das ist dann natürlich schon etwas kritisch zu sehen. Auf der anderen Seite, ohne Steuerwettbewerb hätten wir keinen Körperschaftssteuersatz von 15%. Also, da müssen wir diesen Spagat machen und ich denke auch, ein gewisser Steuerwettbewerb muss da sein. Allerdings, das, was in Irland passiert, was die Holländer zum Beispiel jetzt gerade mit diesen legalen Briefkastenfirmen machen, übrigens die Engländer fangen ja auch schon wieder an, obwohl die bei der G20 dabei sind. Jeder Staat versucht da natürlich besser wegzukommen. Mittlerweile fangen auch die BRIC-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien an, zu sagen, naja, ihr greift die Wertschöpfung international extrem ab, wir wollen auch etwas davon haben. Also ich glaube, die Steuerpolitik wird immer internationaler werden und schwieriger. Deshalb, wir haben einen Spagat. Auf der einen Seite, der Steuerwettbewerb schützt uns etwas gegenüber einem Gesetzgeber, der die Haushalte nur mit Steuermehreinnahmen füllt. Allerdings müssen wir dann den Spagat aushalten, dass vielleicht das eine oder andere Land aus unterschiedlichen Gründen einen niedrigen Steuersatz hat als wir und dadurch Unternehmen einen Anreiz für Unternehmenschaft auch dorthin abzuwandern. Aber ich glaube, die deutsche Volkswirtschaft, auch die Infrastruktur in Deutschland ist so stark aufgestellt. Da sehen wir zum Beispiel, ich habe einen Studienkollege, der im Textilbereich tätig ist, die kommen mittlerweile schon zu uns wieder zurück. Zwar wird nicht die Hose wieder bei uns gemacht, aber viele Teile werden wieder zurückverlagert, weil einfach das Made in Germany beim Verkauf auch größere Gewinnspannen nach sich zieht. Prima, vielen Dank. Wir gehen weiter in der Wortmeldungsliste. Bitte schön. Miller Meichingen. Ich komme vom Internationalen wieder zurück auf Deutschland und hätte gern von beiden Herren gewusst, warum sie sich so vehement gegen die Streichung des Ehegattensplittings wehren. Also ich meine, das ist jahrelang eigentlich eine Arbeitsverhinderungsmaßnahme gewesen für Frauen. Also und jetzt gibt es so viele Kindergartenplätze und alles Mögliche gemacht. Ich finde, wenn man Familienplitting hat oder die Kinder dementsprechend anrechnet, wäre das genauso gerecht. Und viele Frauen arbeiten eben nur 400 oder 450 Euro Steuern, weil sie sagen, ja, sonst muss ich eigene Krankenversicherung und sonst was. Und wenn ich nur halbtags arbeite, dann lohnt sich das nicht. Und vor allen Dingen die Konsequenz ist, das Scheidungsrecht ist eigentlich schon weit. Wir gehen davon aus, dass die Frauen ihre Berufstätigkeit zwar kurz unterbrechen, aber sehr schnell wieder in den Beruf kommen, dann, wenn sie 5 Jahre verheiratet waren und dann
geschieden werden, dann geht man davon aus und sagt, sie können wieder voll einsteigen. Also zum Ersten, eines der wichtigsten Argumente ist, wir haben eine Verfassungsrechtsprechung. Ja, die ist aber auch ziemlich alt. Ja, die ist von 1958. Ja, genau. Richtig. Die Zeiten ändern sich. Aber in der Zeit muss die Frau noch fragen, was sie arbeiten durfte. Ich habe vorher auch ausgeführt, dass wir 8 andere Richter haben als 1958 und auch einen gesellschaftlichen Wandel. Aber im Moment gibt es diese Rechtsprechung. Zudem, ich glaube, die Diskussion Ehegattensplitting ist extrem ideologisch befrachtet. Ich denke, um jetzt vielleicht etwas weiter auszuführen, was machen wir im Moment, wenn zwei Partner in der Ehe gleich viel verdienen, ich mache es mal im konkreten Beispiel deutlich, jeder verdient 30.000 Euro, da gibt es ein Ehepaar, er arbeitet voll und sie wegen den Kindern Teilzeit 50 und 10.000. Und dann gibt es ein drittes Ehepaar, wo nur sie arbeitet und er zu Hause ist und sie verdient 60.000. Alle drei Ehepaare haben das gleiche Haushaltseinkommen. Im Moment werden alle drei Ehepaare gleich besteuert. Schauen wir das Ehegattensplitting ab, werden die Ehepaare unterschiedlich besteuert. Das ist verfassungsrechtlich auch bei den 8 Richtern nicht zulässig. Also dieses Problem, man hat immer diesen Blick, und das wird auch ideologisch so, der Banker, der Investmentbanker, der arbeiten geht, und seine Frau, die auf dem Golfplatz ist. Ich habe Ihnen vorher die Forsa-Umfrage repräsentativ. 81% der Eltern, also sind Eltern befragt worden, also, haben sich für das Ehegattensplitting ausgesprochen. Letztendlich, wieso soll der Gesetzgeber entscheiden, wie man es zu machen hat? Das kann doch jeder selber machen. Noch gibt es die Möglichkeit zu heiraten oder nicht zu heiraten. Ja gut, ich meine, es geht ja weiter. Jetzt werden diese meiner Meinung nach etwas merkwürdigen steuerlichen Vorteile dann auch auf die gleichgeschlechtlichen oder eingetragenen Lebenspartnerschaften noch übertragen. Das wäre doch jetzt ein Zeitpunkt gewesen zu sagen, warum eigentlich? Ja, weil es die Rechtsprechung gibt. Ja, also der Bundessteuerzahler, der ja von meinen als konservativ wahrgenommen, wir haben schon vor 10 Jahren gesagt, ist nach der Verfassungsrechtsprechung müssen auch Gleichgeschlechtliche, die im Rahmen eines eingetragenen. Nicht nach der derzeitigen Gesetzeslage. Aber da wäre doch vielleicht mal jetzt der Zeitpunkt gewesen, ein bisschen umzudenken, dass eben von 58 sich was geändert hat. Denn ich habe noch geheiratet, da hätte ich eigentlich meinen Mann fragen müssen, ob ich überhaupt arbeiten darf. Also es hat sich schon einiges geändert. Ich will vielleicht noch ergänzen, Herr Stadlinger wollte dazu nicht sagen, dass man, also wenn man die Ehe als Erwerbsgemeinschaft betrachtet, dann muss man sicher die beiden zusammenrechnen, genauso wie es andere Erwerbsgemeinschaften gibt, die offene Handelsgesellschaft zum Beispiel, ist eine Erwerbsgemeinschaft, wo man das auch machen kann. Letzten Endes hat das Konsequenzen, die man sich überlegen muss, wenn man heiratet. Das hat ja auch eine Schattenseite, die heißt Unterhaltspflicht. Erwerbsleben in der Erwerbsgemeinschaft heißt ja nicht nur bei den Einnahmen, wenn man zusammengerechnet, sondern das heißt in der Tat auch, dass man einen nicht den nachehelichen, sondern einen ehelichen Unterhalt sich auch schuldet und eben nicht nicht die Solidargemeinschaft eintritt. Also letzten Endes muss man natürlich schon sagen, wenn man sozusagen die Vorteile der Erwerbsgemeinschaft streicht, aber die Nachteile bestehen lässt, hat man am Ende eine Diskriminierung der Ehe gegenüber anderen Lebensformen, die auch wiederum nach Artikel 6 Grundgesetz nicht erlaubt wäre, aber auch falsch wäre. Ich will mich da gar nicht hinter Grundgesetz verstecken, wäre auch nicht gerechtfertigt. Aber darf ich noch eins ausführen? Wenn man die Ehe als Betrieb nehmen würde oder die Familie, dann müsste man aber auch die Maschinen, die Spülmaschine und die Waschmaschine und alles absetzen können. Das kann man ja auch. Darf ich mal, es gibt ja konkrete Pläne, wie das aussehen könnte. Keine Partei fordert die Abschaffung des Ehegattensplittings 100-0, sondern so schlau sind sie alle, dass es ja Karlsruhe gibt. Und die Unterhaltsverpflichtung ist ja auch da. Die Grünen gehen derzeit davon aus, dass mindestens der Grundfreibetrag zu übertragen ist. Die SPD ist schon weiter. Die sagt mindestens, der Betrag, der beim Realsplitting, also bei geschiedenen Ehegatten, das sind glaube ich 13.800 Euro, zumindest der muss
innerhalb der Gemeinschaft übertragen werden dürfen. Und ich habe vorher einen Binding genannt, den finanzpolitischen Sprecher der SPD, der hat klipp und klar gesagt, wenn wir die 13,8 machen, das müssen die ja, sie können ja intakte Ehen nicht schlechter stellen als geschiedene Ehen, wenn wir die 13,8 machen, da kommt ja kaum Geld raus, deshalb, ich sage mal ungeschützt, hat sich Teile der SPD von diesem Thema schon längst verabschiedet. Denen ging es eigentlich nur um Geld reinzubekommen und es für andere Dinge einzusetzen. Und die SPD hat in ihrem Wahlprogramm klipp und klar eine Grenze drin. Die sagt, nur für neu geschlossene Ehen ab Stichtag. Ich frage mich natürlich, wie geht es verfassungsrechtlich? Also Altehen haben Bestandsschutz und ab Gesetzesänderung neue. Die Grünen sind da ehrlich, die sagen für alle Veränderungen. Aber keiner will, wie gesagt, vor dem Hintergrund Verfassungsrechtsprechung, Unterhaltsverpflichtung, eine komplette Abschaffung des Ehegattensplittings. Und einfacher wird das Steuerrecht nicht, wenn wir Unterhaltsverpflichtungen in unterschiedlichen Situationen bei der Besteuerung berücksichtigen muss. Also es sind zahlreiche Gründe, wieso wir glauben, und ich habe es auch deutlich gemacht, wir sind für eine Fortentwicklung des Splittings, in dem die Erziehung, Ausbildung von Kindern stärker berücksichtigt wird. Also in der Richtung könnten wir es gehen. Das heißt, wenn ich mal als Schlussakkord sagen darf, das Ehegattensplitting zumindest in seiner Grundform bestehen lassen, aber den Fokus stärker auf die Begünstigung von Kindern, egal in welcher Lebensform sie leben, dort hinzukommen. Ich glaube, das ist das Ziel, auch was sich gesellschaftspolitisch entwickelt. Wir warten darauf, bis die kalte Progression die Diskussion über das Ehegattensplitting erledigt hat. Aber das versuchen wir politisch nicht. Okay. Versuchen wir politisch zu verhindern. Ich habe jetzt noch 4 Wortmeldungen, Herrn Schüle, Herrn Semmler, Herrn Knapp und Herrn Knorr. Und würde jetzt Ihnen die Möglichkeit geben, falls es noch weitere Fragen gibt, sich zu melden. Da das nicht der Fall ist, ist dann nach den 4 Wortmeldungen auch die Redeliste schließen. Sie sind damit einverstanden. Herr Schüle. Ich möchte nochmal auf das Thema Steuervereinfachung zurückkommen und da die Steuermehrwertsteuer nochmal zur Sprache bringen. Das haben wir heute Abend wenig beleuchtet bisher. Aber es wird ja immer unter Vereinfachung immer gesagt, was wäre, wenn wir zum Beispiel die 7% abschaffen, einen steuerlichen Einheitssatz. Da wollte ich jetzt nur hören, wären Sie da dafür? Was steht aus Ihrer Sicht dafür und dagegen? Weil es wird ja schon sehr kontrovers diskutiert und aus meiner Sicht zumindest, darum frage ich jetzt, ist es also auch wiederum kein einfaches Thema, sondern sehr komplex. Also vielleicht können Sie da einfach uns Ihre Meinung sagen. Also in der Tat, die Reform der Umsatzsteuer ist ein ganz harter Brocken, vor allem in Blickrichtung ermäßigter Mehrwertsteuersatz. Natürlich kann man anführen, dass zum Beispiel bis vor kurzem, bis wir ja jetzt ein Erlass des Bundesfinanzministeriums bekommen haben, wann eben die Currywurst am Imbissstand 19% oder 7%, jetzt wissen wir es, solange da kein Stuhl dabei steht und man sich hinsitzen darf, zahlen wir 7%. Sobald aber die Bank oder der Stuhl da ist, zahlen wir 19%. Aber das war eine ABM-Maßnahme für die Finanzgerichte. Die haben dauernd entscheiden müssen, bei Catering, bei der Imbissbude 7% oder 19%. Also vor dem Hintergrund wäre es vernünftig gewesen, einheitlicher Steuersatz. Man könnte dann ja auch sagen, kommt das, was wir an Mehreinnahmen erzielen, indem wir den ermäßigten Mehrwertsteuersatz abschafft, das steckt man in die Senkung des Regelsteuersatzes und dann kommen wir irgendwo bei 16, 16,5% raus. Die Überlegung gibt es, auch der Bundessteuerzahler hat da mal durchexerziert. Aber, das müssen wir einfach einräumen, da sind natürlich Dinge des täglichen Bedarfs dabei, Lebensmittel. Arzneimittel, ärztliche oder teilärztliche, sind frei, aber wenn sie einen Kieferorthopäden oder sowas, da haben wir einen mäßigen Mehrwertsteuersatz. Arzneimittel haben 19%. Für immer gehabt. Ja, stimmt. Ärztliche Leistungen meine ich. Ärztliche Leistungen sind steuerfrei. Aber gerade das Thema Arzneimittel. In vielen EU-Ländern sind Arzneimittel frei. Oder unterliegen einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz. Man müsste eigentlich eher in diese Richtung denken.
weil so viel wird es gar nicht kosten, weil es ja dadurch auch die, so, bei den Sozialversicherungen Entlastung gäbe. Aber der Vereinfachungsgedanke. Wir haben also auch eine Arbeitsgruppe gebildet, das macht nicht nur die Politik, sondern auch Verbände. Und wir sind an dem Thema, die tagt noch, wir haben Positionen hin und her gewälzt, auch vereinfachende Maßnahmen gefunden. Aber wir haben noch nicht entschieden, dass wir mit dieser Forderung Einheitssteuersatz an die Öffentlichkeit gehen, weil die Lebensmittel sind ein Problem. Und vielleicht hat die Politik da noch ein größeres Problem. Bundesfinanzminister Schäuble im Koalitionsvertrag CDU-FDP steht ja Reform der Umsatzsteuer drin. Schäuble hat, glaube ich, der Uni Saarland einen Forschungsauftrag erteilt. Und da hat er ja die richtigen. Ja. Die haben ihm dann das Gutachten geschickt und er hat es eigentlich dann unter Verschluss gehalten. Dann gab es eine Kommission, ich glaube, die Generalsekretäre der Parteien gehören dieser Kommission an, Reform der Umsatzsteuer, ich glaube vor 2 Jahren, die hat nicht einmal getagt. Schäuble, Wahlkämpfer, hat gesagt, das ist ein Thema, kann ich dir nur die Finger verbrennen. Also lange Rede, kurzer Sinn, es gibt viele Dinge, die für einen einheitlichen Regelsteuersatz sprechen, aber diskutieren wir miteinander. Was macht man mit dem Thema Lebensmittel? Da gibt es noch ein paar Sachen. Ja, ja, aber das ist Nahverkehr, da haben Sie alle Kommunen und damit auch alle Länder. Ja, aber ich will jetzt nicht sagen, wieso sind Babywindeln 19% und die Tiernahrung 7% und der Blumenschmuck etc. Aber Lebensmittel ist ein Thema. Mir hat ein Politiker mal gesagt, die Partei möchte ich sehen, die für Lebensmittel 17, 18, 19% fordert. Dann steht es so groß in der Bildzeitung drin, und dann kannst du auf Sicht keine Wahlen mehr gewinnen. Das ist das Problem. Ja, das die ist das. Um diese Sie müssten das im Sozialhilferecht irgendwo kompensieren. Zum Beispiel in dieser Arbeitsgruppe haben wir mal errechnet, um wie viel zum Beispiel bei Hartz-IV-Fällen der Satz angehoben werden muss oder im Warenkorb. Aber wir haben auch vorher das Stichwort Vereinfachung oder Entbürokratisierung gehabt. Wir müssen eine eigene Behörde schaffen, die permanent dies mal auch nachrechnet. Wie gesagt, wir sind noch in einem Entscheidungsprozess, aber den Knackpunkt habe ich Ihnen jetzt gerade erläutert. Wir sind gut, aber Sie haben gesagt, Sie sind keine Politiker. Also normalerweise haben Sie vorhin Grundsatz gesagt, Grundsatz ist, nicht über Steuern zu steuern. Richtig. Wenn Sie den Grundsatz nehmen, dann wäre eigentlich nur ein einheitlicher Steuersatz. Oder? Nein, nein, ich steuere ja nicht über die Umsatzsteuer. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz soll ja diesen Grundbedürfnissen entgegenkommen. Das heißt, Textilien gehören nicht zu den Grundbedürfnissen. Bitte? Textilien gehören nicht zu den Grundbedürfnissen. Aber die 7% dienen doch nicht dazu, das habe ich auch noch falsch verstanden, dass man mehr isst. Also, es ist in der Tat in dieser Arbeitsgruppe so heftig diskutiert worden. Aber nochmal. Man muss ja auch die Menschen mitnehmen mit Vorschlägen. Und da sind wir vielleicht zu stark Pragmatiker und zu sensibel aufs Volkes Meinung, also was die Medien sagen. Nochmal, wir denken drüber nach. Es gibt Teile in unserem Verband, die sagen, ja, da müssen wir durch. Wir fordern ja auch von der Politik was. Wir haben es etwas einfacher. Wir werden nicht alle 4 Jahre gewählt. Aber ich gehöre zu den Pragmaten und sage, jetzt müssen wir auch Volkes Meinung mal erstmal aufnehmen, was das Volk denkt. Also man kann nicht nur immer im wissenschaftlichen, theoretischen Raum drüber nachdenken, sondern man muss die Bevölkerung damit nehmen. Also wir hatten nicht verraten, dass Sie ja auf eine bereits geführte Diskussion in unserem Kreisverband stoßen. Das erkläre ich Ihnen dann, wenn Sie mir die geringfügigen Wirtschaftsgüter erklären. Kurz noch ein Thema zur Steuervereinfachung. Ich hatte meinen konkreten Fall in einer Betriebsversammlung, da ging es um einen sehr großen Betrag. Dann war eine Druckerei und die hatten Wahlbriefe und Wahlunterlagen für eine Sozialversicherungswahl gedruckt. Waren der festen Meinung, alles was wir so an Blättern etc. drucken, ist halber 7% Steuersatz. Kam die Betriebsprüfung, das war ein Millionenauftrag und die wollte dann eben 16% Umsatzsteuer. Dann haben wir das geprüft, dann hat eine Hauptzollamt eine Stellungnahme abgegeben, ob das ein Druckerzeugnis ist oder eine Warenzusammenstellung. Nach langem Streit haben wir verloren
und Unternehmer hat einen sechsstelligen Betrag zahlen müssen, der im Preis gar nicht vereinbart war, weil eben jemand auf die Idee kam, es wäre kein normales Druckerzeugnis. Also mit jeder Ausnahme wird eben das Problem geschaffen, die Ausnahme vom Recht abzugrenzen. Also mit jeder Ausnahme vom Regelstausatz macht man ein neues Problem auf. Vor einiger Zeit war eine ganz tolle Entscheidung im deutschen Steuerrecht abgedruckt. Da ging es darum, um Hüftprothesen. Teile einer Hüftprothese sind halber Steuersatz, die Schrauben zu den Teilen nicht. Soweit Steuervereinfachung klar. Das wird dann in der Rechnung komplett ausgelesen. Gut, vielen Dank für die praktischen Erläuterungen. Ich darf noch die Heide Baerbock begrüßen, unsere Fraktionsvorsitzende, und das Wort Herrn Sendler geben, unserem Ehrenvorsitzenden. Ja, es geht mir um die Verlagerung von Steuerpflicht ins Ausland. Und zwar durch die Tochtergesellschaften von einheimischen Firmen, die in Steuerparadiesen ihren Sitz haben und dort für die Muttergesellschaft Leistungen erbringen, meistens Beratungsleistungen, das können aber auch Leistungen in Konstruktion von Entwicklung sein, die der Muttergesellschaft diese Leistungen zu sehr hohen Beträgen, um nicht zu sagen zu überhöhten Beträgen, in Rechnung stellen und diesen Gewinn, den sie erzielen, in diesen Steuerparadiesen, Cayman Islands und dort also entweder gar nicht versteuern oder zu minimalen Sätzen. Wir haben ja in den 60er Jahren schon mal das Problem gehabt, dass die Mineralölgesellschaften ihren deutschen Tochtergesellschaften die Rohölpreise zu stark überhöhten Preisen in Rechnung gestellt haben, sodass die also in Deutschland eigentlich so gut wie keine Steuer bezahlen mussten oder also fast keine Gewinne gemacht haben oder sogar Verluste. Und dann hat irgendwann mal der Bund entschieden, ich glaube es war 65 oder 66, dass das nicht gilt, sondern dass der monatliche Durchschnittspreis auf dem Weltmarkt von den Firmen in Rechnung gestellt werden muss. Und dass sie also nicht damit tricksen konnten, dass sie also sozusagen eine Steuerverlagerung in die weniger steuerlich belasteten Auslands- oder Muttergesellschaften bzw. die Muttergesellschaften gebracht haben. Also hier halte ich das für absolut inakzeptabel. Es muss das Prinzip gelten, die Leistung muss dort versteuert werden, wo sie erbracht wird, ohne Wenn und Aber. Ganz klar anschließend, also das ist eigentlich die Grundlage des deutschen Steuerrechts. Wir haben mittlerweile, Herr Bilenuk hat es angeführt, wir haben eine wirklich funktionsfähige deutsche Steuerverwaltung. Es gibt Länder, in denen die Unternehmen gar nicht geprüft werden oder sehr oberflächlich geprüft werden. Also wir haben hier in Deutschland eine sehr umfangreiche Betriebsprüfung. Größere Unternehmen, ich habe Kunden an Konzernen, die haben Umsatz als Handelsunternehmen 700 Millionen Euro. Die Betriebsprüfung haben wir im letzten Jahr abgeschlossen. Es waren zwei Prüfer, insgesamt jeweils 10 Monate vor Ort. Die haben natürlich auch die Verrechnungspreise im Ausland angeschaut. Und wenn Unternehmen hier Verrechnungspreise ansetzen, die mit normalen Marktgegebenheiten nichts zu tun haben, dann werden sie das nicht voll bekommen. Aber es gibt immer eine Grauzone. Also ich habe gerade eine Beratungsleistung angeführt, wenn jetzt zum Beispiel eine Konstruktion auf den Cayman Islands gemacht wird, eine Ingenieurkonstruktion, und sie die Berechnung vorlegen, der Ingenieur saß eben 100 Stunden dort, dann kann man eben ausrechnen, kostet der Ingenieur 100 Euro in der Stunde oder 120 oder 80, da gibt es Grauzonen. Aber dass eben hier Leistungen berechnet werden, die völlig unangemessen sind, dass ein Ingenieur 500 Euro in der Stunde berechnet, das geht nicht. Also es wird heute bei den großen Betriebsprüfungen sicher nicht mehr akzeptiert. Die Finanzverwaltung geht ganz, ganz klar dem Thema nach. Eine Forschung sagt, es gibt eine Verordnung zur Dokumentation. Jedes Unternehmen muss die Verrechnungspreise dokumentieren. Und diese Dokumentation wird von der Finanzverwaltung geprüft. Und wenn die Ansatzpunkte sehen, dass nicht ordnungsgemäß hier berechnet und versteuert wird, dann gehen sie dem nach. Also, ich kenne eine andere Steuerverwaltung. Wir waren vor Jahren bei einem Treffen in Griechenland, eingeladen von griechischen Rechtsanwälten. Wir haben sie gefragt, habt ihr nur Rechtsanwälte oder auch Steuerberater? Da war die Aussage,
Steuerberater haben wir nicht, brauchen wir nicht, keiner zahlt Steuern für. Also bei dem Thema sind wir ganz weit entfernt. Wir haben wirklich eine unglaublich dichte Betriebsprüfung. Selbst mittelständische Unternehmen, die 20, 25 Millionen Euro Umsatz machen, werden heutzutage geprüft, alle 3 bis 4 Jahre, lückenlos alle Jahre. Und bei einem Mandat sitzt gerade ein Prüfer seit 4 Wochen bei einem Mittelständler mit 25 Millionen Umsatz. Auch dort werden beim kleinen Mittelständler seine Transfervorgänge nach Frankreich, nach Osteuropa geprüft, dass hier wirklich ein Weltkonzern mit großem Volumen in Deutschland massiv die Steuer betrügen kann, glaube ich nicht. Die Finanzverwaltungen sind unglaublich aggressiv, unglaublich aktiv in dem Bereich. Das ist auch richtig. Also es gibt große Konzerne, wir haben an der Uni Hohenheim einen Vertreter von Bosch, der ganz klar sagt, Bosch hat eine Konzerndirektive, es werden weltweit alle Steuervorschriften geachtet, alle Steuern gezahlt und wir haben überhaupt keinen Ansatzpunkt, wegen 5 oder 10% Steuersatzdifferenzen irgendwas zu verschieben. Wir haben mittlerweile in Deutschland im Bereich der Kapitalgesellschaften einen Steuersatz von 30%, die Amerikaner liegen ein paar Punkte drunter, die Franzosen drüber, also ganz, ganz deutlich unter 30% liegen normale Staaten nicht. Okay, Cayman Islands vielleicht, aber da findet man typischerweise kein Geschäft statt. Dort wird nicht produziert oder geforscht. Also Cayman Islands, also diese sogenannten Steueroasen, die sind typischerweise nur Drehscheiben für Geld, für Finanzströme, aber produziert oder Leistung erbracht wird dort typischerweise nicht. Ja, BMW stand zeitweise im Verdacht, da besonders gut dieses Spiel zu beherrschen. Dankeschön. Ich habe noch den Herrn Knapp und den Herrn Knorr ein bisschen die Ruhe im Blick, weil wir ja auch jetzt 10 Uhr haben. Also hoffe, dass wir uns weitgehend an unser vorgenommenes Ende auch halten. Herr Knapp, wie möglich ist das? Ich will jetzt noch den Wettbewerb um die blödeste Frage des Abends reden. Deswegen, es interessiert mich aber wirklich, wenn Sie zwei jetzt aus der Sicht Ihres Verbandes einen Zeitungskommentar zum Fall Hoeneß schreiben müssten, was würden Sie da reinschreiben? Anfangen. Also ich mache gerade einige Selbstanzeigen, also ich kenne das Thema ganz gut. Den Fall Hoeneß kenne ich nur aus der Zeitung, ich habe noch nicht wirklich viel gelesen dazu. Es wird aber mit dem Fall momentan unglaublich viel Politik gemacht. Es wird wirklich ganz, ganz klar fokussiert, es gibt superreiche Multimillionäre, Einkommensmillionäre, die am deutschen Fiskus vorbei sich mogeln und da wird eben ein Stück weit ja, Schutt auf die Leute abgelassen. Und es wird auch das Thema Selbstanzeige insgesamt komplett in Frage gestellt. Und der letzte Punkt ist ganz, ganz schwierig und problematisch. Und es gibt auch eine Rechtsprechung, die seit Jahren sich ständig verschärft. Also vor Jahren gab es keine konkreten Vorgaben, wie Strafen aussehen müssen. Vor ein paar Jahren hat der BGH entschieden, bei einer Hinterziehungssumme von mehr als 1 Million Euro muss es besondere Minderungsgründe geben, damit noch eine Bewährungsstrafe ausgesprochen wird. Mittlerweile gibt es weitere Urteile, dort wurde schon der Betrag von 100.000 genommen für die Grenze zur Haftstrafe. Auch erstmal Haftstrafe ohne Bewährung. Und wenn man dann eben sieht, was eben im Einzelfall passiert, also wir haben schon jetzt Nachanzeigen gefertigt für Leute, die wirklich ganz konkret Gelder in der Schweiz hatten, die sie nicht angegeben haben. Ganz klare, bewusste Steuerhinterziehung. Wir haben aber auch viele Fälle, wo ein Steuerpflichtiger irgendwelche Einnahmen, aus welchen Gründen auch immer, nicht deklariert hat. Also wirklich vergessen hat. Und die Fälle, die einen vom anderen Fall abzugrenzen, schon ganz einfach. Insofern also diese Selbstanzeigemöglichkeit hat mit Sicherheit in der Vergangenheit sehr oft dazu geführt, dass die Menschen den Weg zurück in die Steuerehrlichkeit gefunden haben. Wenn in jedem Fall ein Steuerstrafverfahren stattfindet, Strafen ausgesprochen werden, dann ist derjenige, der mal auf der falschen Seite war. Ich möchte es schön machen, aber derjenige, der mal was hinterzogen hat, gehindert, wieder ehrlich zu werden. Und wenn man wirklich den Ansatz hat, wir wollen
denjenigen, der mal einen Fehler hat, wieder rehabilitieren, wenn er sich selber anzeigt, wenn er die Steuern nachzahlt, dann haben wir hier den Weg geschaffen. Wie es gesagt, kann sogar wirklich Nachlässigkeit oder vergessen sein. Wenn man das künftig ganz, ganz straff durchführen würde, Selbstanzeige führt nicht mehr zur Straffreiheit, dann wäre der Weg zu und derjenige, der mal auf der schwarzen Seite steht, kommt wieder raus. Das ist für mich als Kommentar das große Problem. Und gerade im Unternehmensbereich, da gibt es mittlerweile Fälle, wo dann irgendwelche Vorstandsvorsitzende angeklagt werden, weil angeblich 100.000 Euro bei der Umsatzsteuererklärung falsch waren, was sie gar nicht erfassen und beurteilen können. Also es wird gerade das Thema Strafrecht unglaublich ausgeweitet und trifft dann auch Menschen, die nur am Rande zu tun haben. Und das finde ich gefährlich. Dankeschön. Naja, ich bin Fußballfan. Habe auch die Sozialkompetenz und die Managerfähigkeiten von Herrn Hoeneß sehr geschätzt. Und als ich mir so bedenke bei dem Thema, kommt sofort ein Anruf vom SWR. Dann habe ich noch rückversichert, ob das nicht eine Ente ist. Und dann musste im Schnellen eine Aussage gefunden werden. Und das verbinde ich einfach mit dem Deutsch-Schweizer Steuerabkommen. Ich glaube, das Deutsch-Schweizer Steuerabkommen hätte zu einem deutlichen Mehr an Steuergerechtigkeit für die Zukunft geführt. Es hätte mehr Geld gebracht und es wäre ehrlicher geworden. Über das, was im Deutsch-Schweizer Steuerabkommen für die Vergangenheit steht, kann man darüber trefflich streiten. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Schäuble da ein bisschen besser verhandelt mit der Kavallerie, die der Steinbrück schicken wollte, aber entweder man hätte es so bekommen oder nicht. Ich habe mit vielen Finanzamtsvorstehern gesprochen. Die haben alle gesagt, vor die Frage gestellt, das Deutsch-Schweizer Steuerabkommen mit der Kröte Vergangenheit, aber mit dem Positiven für die Zukunft, haben sie sich alle entschieden, dann nehmen wir es an mit dieser Kröte, weil es für die Zukunft gerechter zugeht. Und Herr Hoeneß hat gerade bei diesem Thema zur Unzeit dann auch noch den Satz gesagt, der war wirklich katastrophal, er hätte die Selbstanzeige nicht gemacht, wenn das Deutsch-Schweizer Steuerabkommen im Dezember im Bundesland passiert wäre. Also, da muss es schon zweifeln, wie man so was sagen kann, vor allem politisch ist es natürlich diese Aussage verwandt worden, dass er sowas nicht machen kann. Und das verbinde ich damit. Er hat also einen Bärendienst für mehr Steuergerechtigkeit durch das Deutsch-Schweizer Steuerabkommen geleistet. Ich meine, es ist ja etwas auch Tempo in diese Thematik gekommen. Klar ist, Steuerhinterzieher schädigen die Allgemeinheit, aber genauso wie Steuergeldverschwender. Also wir müssten eigentlich diejenigen, die das Geld verschwenden, genauso hart bestrafen wie die Steuerhinterzieher, nur da haben wir noch nicht den Strafbestand. Aber beide Gruppen schädigen und müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Nur man darf das Kind nicht mit dem Hund. Es gibt wirklich Leute, die einen Fehler gemacht haben